Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem seltsamen Vermisstenfall. Ich bin Krone SK und bin der Meinung, dass es mal wieder Zeit ist, sich mit einem mysteriösen Verschwinden zu beschäftigen, welches ziemlich unbekannt zu sein scheint und worüber es auf YouTube meines Wissens nach nur ein einziges Video aus den USA gibt. Deswegen kommt heute der Fall des Charles Albert Ulrich. Der 62-jährige Charles Ulrich aus Orangeville, Ohio, führte ein stabiles und recht unauffälliges Leben. Er arbeitete bereits seit vielen Jahren als Prüfer für geringfügige Forderungen beim Ohio Bureau of Employment Services. Er war ein guter Mitarbeiter, der bei seiner Arbeit keine nennenswerten Probleme hatte. Er galt als ziemlich intelligent und war bekannt als streng christlicher Mann, der weder rauchte noch trank, als Ältester in seiner örtlichen mährischen Kirche diente und über 40 Jahre lang glücklich verheiratet war. Auch sein Gesundheitszustand war ausgezeichnet. Auch litt er unter keinen finanziellen Problemen. In der Nacht des 27. Januar 1975 wachte Ulrichs Frau Dorothy auf und glaubte gehört zu haben, wie sich die Haustür schloss. Doch Charles lag noch neben ihr und konnte es somit nicht gewesen sein. Selbiger nahm sich seine Schrotflinte und machte sich auf, das Haus zu durchsuchen. Dabei fand er jedoch nichts, was auf einen Einbruch oder Ähnliches hingedeutet hätte. Ob sich Dorothy geirrt hatte oder ob vielleicht doch jemand unbemerkt im Haus war, ist nicht bekannt. Am folgenden Abend erhielt Charles einen Anruf. Nach dem Gespräch sagte er zu seiner Frau, dass er in den Ruhestand gehen würde, wäre es nur ein Jahr später. Dorothy fragte jedoch nicht nach, was er mit dieser Aussage meinte, weshalb sie keinen Anhaltspunkt auf die nachfolgenden Ereignisse geben kann. Auch ist nicht bekannt, mit wem er gesprochen hatte. In der Nacht vom 28. zum 29. Januar 1975 gab es ein schweres Gewitter, welches sich bis in die Morgenstunden fortsetzte. Als Dorothy am Morgen des 29. Januar um 7 Uhr erwachte, lag Charles nicht neben ihr. Es war Charles' unveränderliche Angewohnheit, seine Frau jeden Morgen um 6.55 Uhr zu wecken, damit sie gemeinsam Kaffee trinken und sich eine fünfminütige religiöse Sendung im Fernsehen ansehen konnten, bevor er zur Arbeit ging. Doch an diesem Morgen war er nirgendwo im Haus aufzufinden. Charles' Schlafanzug lag auf dem Bett, was äußerst ungewöhnlich war, denn normalerweise packte er den Schlafanzug säuberlich zusammengelegt in den Schrank, nachdem er sich angezogen hatte. Dann bemerkte Dorothy, dass die Haustür offen stand. Charles hatte außerdem seine Schlüssel und sein Portemonnaie zurückgelassen und das Auto, mit dem er zur Arbeit fuhr, stand noch in der Garage. Etwas verwirrt über das plötzliche Verschwinden ihres Mannes, fragte Dorothy bei den Nachbarn nach, ob irgendjemand ihren Mann gesehen hätte. Doch niemand hatte gesehen, ob und wann er das Haus verlassen hatte. Als dann der Zeitpunkt kam, an dem Charles normalerweise von der Arbeit zurückgekommen wäre, aber er auch dann nicht zu Hause auftauchte, rief Dorothy die Polizei. In Ohio muss die Polizei tatsächlich keine 24 Stunden warten, bevor sie tätig werden kann, weshalb die Beamten und bald auch einige Freiwillige die Umgebung erkundeten. Doch es wurde keine Spur von Charles gefunden. Auch der Fluss Tuscarawas, der sich in der Nähe des Hauses der Ulrichs befindet, wurde abgesucht. Doch es deutete auch dort nichts darauf hin, dass Charles überhaupt dort gewesen, geschweige denn ertrunken wäre. Ein Nachbar sagte aus, dass er Charles zwar selbst nicht gesehen hätte, aber ihm am Morgen des 29. Januar um etwa 6.30 Uhr Autolichter an der Ulrich-Einfahrt aufgefallen sind.
Ein Zeuge aus der nicht direkten Nachbarschaft sagte aus, dass ein schwarz gekleideter, unbekannter Mann an jenem Morgen in der Nähe des Hauses stand und so wirkte, als würde er auf jemanden warten. Die Polizei schloss die Möglichkeit eines Verbrechens nicht gänzlich aus, doch bis auf das Auto in der Einfahrt und den schwarz gekleideten Mann gab es keinerlei Spuren in dieser Richtung. Auch zogen die Beamten in Erwägung, dass Charles sich abgesetzt haben könnte. Doch es war fraglich, warum er dies ohne sein Portemonnaie, in dem sich seine Dokumente, die Bankkarte und das Bargeld befanden, getan haben sollte. Außerdem sagten dazu auch viele Leute aus, dass er glücklich in seiner Ehe, in seinem Haus und in seinem Job war. Das muss zwar alles nichts heißen, doch die Polizei ging nicht davon aus, dass Charles sich abgesetzt hatte. Doch durch die Aussage von Dorothy kamen die Beamten noch auf eine andere Idee. 5 Jahre vor seinem Verschwinden hatte Charles einen Unfall, durch den einige Nerven, die zum Gehirn führen, beschädigt wurden. Charles Hausarzt sagte dazu, dass diese Verletzungen manchmal zu einer Art hysterischer Amnesie führen können, wenn zum Beispiel ein Gewitter aufzieht. Die Polizei hielt dies zwar für recht weit hergeholt, doch ausschließen wollten die Beamten es auch nicht. Doch wenn er eine Amnesie erlitten haben sollte, stellt sich die Frage, warum er absolut unauffindbar war. Man versuchte auch zu ermitteln, wer der schwarz gekleidete Mann war, der an jenem Morgen an der Straße stand. Doch es konnte nicht herausgefunden werden, um wen es sich dabei gehandelt hatte. Bis heute konnte dieser Fall nicht aufgeklärt werden. Es gab keinerlei Hinweise aus der Bevölkerung. Es konnten nie Kontakte zu irgendwelchen dubiosen Vereinigungen festgestellt werden und es wurde nie eine Leiche gefunden. Charles Ulrich war ab dem 29. Januar 1975 spurlos verschwunden. Und mehr lässt sich darüber auch nicht sagen, denn mit den wenigen Hinweisen lassen sich auch kaum Vermutungen anstellen. Deswegen hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, folgt mir gerne auch auf meinen anderen Social Medias und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.